So, jetzt haben wir es ja gleich. Dann können wir gleich starten. Ich weiß nicht, das stimmt schon mal. Das gehört hier hin. Das gehört da unten hin. Dahin, die eine Krone, die gehört hier hin. Nein, das ist. Okay, irgendwas habe ich ja falsch gemacht. Das passt so. Das passt so. Hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Habe ich wahrscheinlich vertauscht. Schon mit dem hier, oder? Elementar. Ja. Okay, was haben wir Ich hier? brauche etwas. Was rauchst du denn jetzt was? Feuer oder was? Ich brauche etwas. Wörterbuch. Diese Dokumente enthalten einige Wörter in jiddischer Sprache, die man von rechts nach links lesen muss. Um Himmels Willen. Die Kabbala lehrt uns die Macht der Gematrie, einen Herrn. Hermeneutische Technik, mit deren Hilfe wir alles das Sichtbare wie auch das Unsichtbare mit Hilfe von Zahlen interpretieren können. Folglich wissen wir, dass Lester, was wahrlich gesegnet ist, dass der Name die Zahl 439 ergibt, was anspricht und so viel wie man Gottes bedeutet. So, natürlich. Lieber Josef, ich habe die Namen einiger Mitglieder unserer Clubs analysiert und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen. Der Nachname von Mr. Barth ergibt die Zahl 403 Base 2 Aleph 1 Sau 400. Der Nachname von Mr. Hammer ergibt die Zahl 356 Hi 5 Aleph 1 Mem 40 Mem 40 Asian 70 Resch 200. Hochachtungsvoll Samuel Kluger. PS, bitte sagt Mr. Murrell, dass sein Nachname entspricht und deswegen die Zahl 346 ergibt. Alles klar. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da machen jetzt muss. Warte mal. Das A. Fangen wir mal hier beim A an. Ich weiß noch nicht mal. Ist wahrscheinlich so, oder die Liste. Ich weiß nicht, was das hier unten ist. Ach so, das sind hier die, das, die, die Symbole sind hier stehen für diese Zahl. Okay, fangen wir einfach mal an. Ich vermute mal, das N, das ist ja 1. Ist das A? Wo muss ich das jetzt hin? Okay, das leuchtet schon mal gut. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dieses komische, was weiß ich, Ding, das ist die 2. Was ist die 2? B. A, B. Okay. Was haben wir als nächstes? Dieses komische andere Teil da. Sieht mir nach einer 5 aus. Was ist denn hier die 5? Ein H. Dieser komische Pfropfen da ist die 6. Die 6 steht für was? Was ist denn die 6? Dann war, glaube ich, meine Theorie nicht richtig, aber es leuchtet grün, also ich vermute mal, dass es so stimmen sollte. Ein U haben wir ja hier nirgendwo, ne? Nee. Haben wir nicht.
Ich schau mir mal das an. Das gibt's doch nicht. Da kann man hier kein Rätsel einfach mal so lösen, ohne dass man irgendwie das nachgucken muss. Was ist denn das da oben? Inventar, ja, toll. Ein U. Okay. Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Och mein Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist auch mal. Geboren 18, Levi Joseph Hürn. Geboren 1841 in Aldgate. Mitglied seit 14. April 1887. Wohnen. Anschrift Middlesex Street 36 Aldgate. Beruf selbstständiger Metzger in Hutchinson Street 1 Aldgate. Beiträge 10 Schilling 6 Pence 14. April 1887. 11 Schilling 15. April 1888. Okay. Das war's. Ich habe die Adresse von Joseph Haim Levy, Middlesex Street 36. Jetzt muss ich versuchen, den Club unbemerkt zu verlassen. Das funktionieren wird. Ich meine, die labern noch immer hier. Wow, Junge. Wie wär's, wenn wir einfach hier wieder zurückgehen? Verdammt! Das Fass wurde wieder vor das Fenster gestellt und versperrt meinen Ausgang. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Ich sag grad, da steht einer, wartet schon auf uns, Alter. Abgeschlossen. Nein, das wäre keine gute Idee. Sollen dazu bringen, sein Posten? Die Küche. Nein, das sollte ich besser nicht tun. Ja, was soll man denn sonst tun? Durch das Fenster kann ich nicht hinaus. Es ist verriegelt und scheint außerdem verstärkt zu sein. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Durch das Fenster kann ich nicht hinaus. Ich brauche etwas. Was soll man denn jetzt hier machen? Feuer oder was? Ich brauche etwas. Okay, wir müssen irgendwas einsammeln. Ach, hier die Blechdosen. So können wir denn die jetzt nehmen? Ich brauche etwas. Und noch etwas. Ach, ich glaube, ich weiß schon mal rum. Nein, das wäre keine gute Idee. Okay, hat sich schon wieder widerlegt. Ja, was rauchen wir denn jetzt? Das könnte sich als nützlich erweisen. Mit dem Feuer vortäuschen? Wir müssen auf jeden Fall so eine brennende Kerze. Ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Nein, das wäre keine gute Idee. Alter. Ich brauche etwas. Ich weiß nicht, was er hier versucht anzustellen. Abgeschlossen. Ist unten noch sonst irgendwas Interessantes zu finden? Ein Haken. Ah, ich glaube, ich irgendwas will er da oben aufhängen. Ich brauche etwas. Oder auch nicht. Ich brauche etwas. Ich rauche etwas. Ja, jetzt haben wir das Ding gefunden, aber jetzt scheint er damit auch kein Interesse zu haben. Abgeschlossen.
Durch das Fenster kann ich nicht... Ja, das ist jetzt... Die Küche. Die Tür ist abgeschlossen. Nein, das wäre keine... Okay, die ganzen Optionen stehen leer. Also die Wege, die er früher vorgeschlagen hat, die können wir nicht usen. Ja, ansonsten gibt es ja nichts anderes. Ich brauche etwas. Die Frage ist nur was. Ach, hier noch was. Junge. Wieso kann ich das denn jetzt alles erst jetzt nehmen? So, was ist da jetzt vor? Ja, ich muss oben eher erstmal mit dem Ding probieren. Mhm. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Jetzt haben wir das hier festgebunden. Ich frage mich jetzt halt nur, was will er damit jetzt anstellen? Ich brauche etwas. Ich weiß nicht, was er hier machen will. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich brauche etwas. Versucht der Junge. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ja, du brauchst die ganze Zeit irgendwas. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Und was? Ich brauche etwas. So, ich... Ich brauche etwas. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Brauchen wir nur mal irgendwo... Achso, wahrscheinlich die Kerze. Und jetzt schnell zum Verstecken in das Verwaltungszimmer. Es knallt. Ich sollte Joseph Levy in der Middlesex Street 36 einen Besuch abstatten. Was zur Hölle war das, Junge? Wo ist denn das Ding? Wir haben mittlerweile so viele Punkte. Ja, in die Ecke. Ich bin in der Middlesex Street und muss Haus Nummer 36 finden. Haus Nummer 36. Hier vorne werden wir nicht durchkommen, weil hier sieht es ziemlich tot aus. Wer sind Sie denn? Riskieren Sie einen Blick, mein Herr. Eine besondere Auswahl für besondere Kunden. Mit besonderen Preisen. Alles klar. Ich brauche keinen Schirm, danke. 36, hier sind wir doch richtig. Polizei. Guten Tag, Sir. Sie wünschen? Guten Tag, Ma'am. Ich würde gerne mit Mr. Levy sprechen. Ist er zu Hause? Ich bin Mrs. Levy, seine Frau. Er ist noch nicht zurück. Wissen Sie, wann er nach Hause kommt? Nein, er arbeitet im Metzgerladen und hilft außerdem im Schlachthof aus. Oft kommt er nicht vor dem frühen Morgen nach Hause und geht dann gleich wieder. Gut, hören Sie. Sobald Ihr Mann Joseph zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, dass... Mein Mann heißt nicht Joseph. Sie sind nicht die Frau von Joseph Chaim Levy? Nein, natürlich nicht. Ich bin die Frau von Jacob Levy. Joseph Chaim Levy hat hier mit seinen Eltern gewohnt. Aber dann ist er weggezogen. Mama, Mama, wer ist dieser Mann, mit dem du da redest? Aber dieses arme Kind hat Syphilis. Man sieht es deutlich in seinem Gesicht. Lasst uns alleine, Kinder.
Geht wieder rein zu euren Geschwistern. Ja, Mutter. Wie gesagt, Mr. Hyam Levy wohnt nicht mehr hier. Er arbeitet in einer Metzgerei nahe Aldgate, aber ich weiß nicht genau wo. Wenn Sie ihn dort finden, wird er sicher auch in der Gegend wohnen. Metzger wohnen immer in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Können Sie ihm vielleicht in meinem Namen eine Nachricht übergeben? Tja, also, ich sehe ihn nicht allzu oft und obwohl wir ihn kennen, haben wir nicht gerade ein freundschaftliches Verhältnis, verstehen Sie? Belästigt er dich, Mami? Nein, Simon, überhaupt nicht. Sie haben einen hübschen Sohn. Es ist außergewöhnlich, dass er blonde Haare hat. Er kommt ganz nach seinem Vater. Kräftig und blondes Haar. Warten Sie, er erinnert mich an jemanden. An einen Mann um die 50. Sehr groß, mindestens 6 Fuß. Und Linkshänder, richtig? Da liegen Sie leider wieder falsch. Mein Mann ist 32 Jahre alt, nicht größer als 5 Fuß 3 Zoll und Rechtshänder. Offensichtlich leben in dieser Gegend viele Leute mit dem Nachnamen Levy. Ich werde jetzt gehen. Ach, und verzeihen Sie bitte die Störung. Vielleicht habe ich eines Tages das Vergnügen, Sie wiederzusehen. Leben Sie wohl, Ma'am. Auf Wiedersehen, Sir. Papa! Das ist der Beweis. Ich muss sofort zurück in die Baker Street. Zurück in die Baker Street. Wenn das gerade unser Mann war? Watson, Sie sehen nicht gut aus. Und wessen Schuld ist das, Holmes? Wenn Sie mir nicht Ihr Meisterwerk in Ton gezeigt hätten. Manch eine Vorgehensweise hat größere Auswirkungen, als man es auf den ersten Blick erwartet hätte. Hören Sie, Watson, in wenigen Minuten verlasse ich die Baker Street, um Jack the Ripper zu konfrontieren und seinem schändlichen Treiben ein Ende zu bereiten. Vorher möchte ich jedoch einen Blick auf all unsere Untersuchungsergebnisse werfen, um sicherzugehen, dass die Sachlage eindeutig ist. Jack the Ripper? Sie kennen die Identität von Jack the Ripper? Ohne den geringsten Zweifel, Watson. Ich versichere Ihnen, dass wir jedes Detail kennen, um herauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Wollen Sie diese Arbeit mit mir gemeinsam erledigen? Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. Okay. So, jetzt schließen wir. Ach, jetzt kommt das Ganze erst. Ich klicke einfach wieder irgendwas hier wieder durch. Okay. Also, wir haben jetzt hier die Folgerung. Ein Stück von C. Edwards weiße Schürze wurde abgeschnitten. Ein Stück von C. Edwards Schürze wurde in Gloucester Street unweit der judenfeindlichen Kreide-Nachricht gefunden. Der Whitechapel-Mörder hinterließ in der Gloucester Street eine judenfeindliche Nachricht. Jack the Ripper hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen. C. Edwards Nase wurde abgeschnitten, C. Edwards Augenlider wurden abgeschnitten, C. Edwards Wange wurde aufgeschnitten und durch verunstaltet. Emmett Kelly wurde verstümmelt. Bis daraus schließt, Jack the Ripper wollte seine letzten Opfer so aussehen lassen, als hätten sie Syphilis. Syphilis führt zur Verunstaltung im Gesicht. Jack the Ripper hatte direkt oder indirekt mit Syphilis zu tun. Ist vielleicht sogar daran schon entweder verreckt oder lebt noch immer daran. So, jetzt stimmen wir hier mal das. Rechtshänder haben wir rausgefunden. So, der Mörder hat A. Chapmans Ring gestohlen. Chapmans Ringe waren nicht wertvoll. Der Whitechapel-Mörder ist arm. Der Mörder hat A. Chapman besucht, deswegen ist er auch arm. So, der Mörder hat nach Geld oder Wertgegenstände gesucht. Der Mörder hat C. Edwards gesucht und hat natürlich nach Wertgegenständen gesucht. So, ist der Mörder von P. Nichols Rechtshänder oder Linkshänder? Mörder muss Rechtshänder sein. Ist Rechtshänder. Ist Rechtshänder. Die Verletzung an C. Edwards heißt, dass darauf schließen, dass der Mörder Rechtshänder ist. Jack the Ripper ist Rechtshänder. So, jetzt stelle ich das hier noch zusammen. Und das hier unten. So, an Emmett Kelly Lunge waren Einschnitte zu erkennen. Emmett Kelly wurde viele Organe entnommen. C. Edwards Leber und Lunge wiesen kleine Einschnitte auf.
Der Mörder wollte den Gesundheitszustand seiner Opfer überprüfen. In London gibt es keinen Organhandel. Emmett Kellys Herz wurde auf die gleiche Weise wie die Organe der anderen Opfer entnommen. Chapmans Gebärmutter wurde entnommen und nicht am Tatort zurückgelassen. Edwards wurde eine Niere und die Gebärmutter entnommen. Jack the Ripper hat den Opfern Organe entnommen, wenn er die Möglichkeit dazu hatte. Schließen wir daraus. So, hier vernetzt sich schon wieder was Neues. Der Mörder hat die Kehle von Polly Nichols durchgeschnitten. Bei dem Mord an P. Nichols, A. Chapman, L. Stride, C. Edwards und M. J. Kelly wurde stets das gleiche Fleischermesser benutzt. Chapmans Mörder hat ein Messer mit großer Klinge verwendet. Der Mörder wollte A. Chapman enthaupten. Chapmans Mörder verfügt über anatomisches Wissen. Die Klinge des beim Mord an S. Wright verwendeten Messer war schmal. So, daraus schließen wir, der Whitechapel-Mörder ist oder war Metzger. Und das schließt sich hier von allen. Etwas Mörder verfügt über anatomisches Wissen. Mörder hat ihr Unterleib wie einem Tier aufgeschnitten. Kellys Mörder verfügt über anatomisches Wissen. Das wissen wir. Perfekt, Watson. Oh, finden wir heraus, wer Jack the Ripper ist, Watson. Ja. Finden wir heraus, wer Jack the Ripper ist, Watson. Gut. Wir haben also 5 Verdächtige. Weisen wir jedem Verdächtigen die Fakten zu, die auf ihn zutreffen. Jack the Ripper ist Rechtshänder. So. James Hardiman. Jack the Ripper ist Rechtshänder, Rechtshänder, Rechtshänder. Das sagen die alle aus. Alter, das sind hier seitenweise. Was ist denn nicht die Zahl immer darüber? 5? Was ist denn das hier? 0? Hä? Ist er hier mal wieder ganz komisch. Alter, wie viel? Oder... Ich glaube, das ist einfach immer nur hier das Gleiche, damit das hier... damit man hier so... da einfach bei derselben Seite wieder rauskommt, dass man nicht immer hoch und runter scrollen muss. Der Mörder ist 5, 3 Ruhes. Ja. Das haben sie über Jacob Levy gesagt. Also hier bei dem hier. Ich werde übrigens gerade... Also ich schaue nebenbei jetzt immer kurz... nach, damit ich hier auch wirklich sicher gehen kann, dass wir hier das alles richtig stellen. Auch wenn mir das grün angezeigt hat, aber jetzt dann hier alle Karten durchzuprobieren. Junge. Hier will die Karten richtig halten. Der Ripper ist ein kräftiger Mann. Wo haben wir das denn? Also, geht doch. So, Jack the Ripper hatte... Nein, das hier. Was haben wir hier noch? So, da schließen wir alles bei denen aus. Der Whitechapel-Mörder ist arm. Nee. Wo war denn der Whitechapel-Mörder? Ich glaube das, ja. Also das sind die Stückzahlen. Okay.
Ich glaube, da werden wir aber nicht alle Stücke verwenden müssen. Hat der direkt oder indirekt mit Syphilis zu tun? Der schließt schon alles, alle anderen aus, weil es ist eigentlich ganz klar, der. Eine Rechnung offen, das gehört hier hin. Das haben wir schon. Wohnt in der Gegend Orgit, der Mörder trägt Arbeiterkleid. Denn direkt Grip ist Rechtshänder, das ist sowieso, oder? Arbeiterkleidung, das haben wir hier noch nicht. Kommt das hier auch rein? Nein. Okay, dann schmeißen wir das wieder weg. Arbeiterkleidung, das war hier. Drei groß. Jack the Ripper hat er direkt oder indirekt. Ja, das haben wir. Ein kräftiger Mann. Das haben wir hier noch nicht drinnen. Hey, was? Mann, da rein! Setzen Sie das Porträt. Oh ja, das ist er. Na bitte, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Unglaublich, Holmes. Und nicht weniger entsetzlich. Einige Gesichtspunkte dieses Falles sind jedoch noch unklar. Zumindest mir. Zum Beispiel, Watson? Warum tötet der Mann nur Prostituierte? Er hat es auf Prostituierte abgesehen, weil er sie für sein erbärmliches Leben verantwortlich macht. Er muss sie früher regelmäßig aufgesucht und sich bei diesen nächtlichen Besuchen mit Syphilis infiziert haben. Irgendwann hat er seine Ehefrau angesteckt und schließlich ist der Erreger über sie an mindestens eines ihrer Kinder übertragen worden. Er ist ein verbitterter Mensch, der sich für einen selbstverschuldeten Fehler rächen will, der nicht wieder gut zu machen ist. Warum tötet er nur solch kümmerliche Prostituierte? Er hatte nicht die finanziellen Mittel, um besser gestellte Prostituierte als Polly Nichols, Annie Chapman und die anderen Opfer aufzusuchen. Einmal sah er sich sogar gezwungen zu stehlen, um über die Runden zu kommen. Für diese Unbesonnenheit musste er einen hohen Preis bezahlen. Er kam ins Gefängnis und wurde von seiner Gemeinde verstoßen. Er musste also drittklassige Prostituierte aufsuchen und hat sich dabei mit Syphilis angesteckt. Und Sie sind es, die dafür bezahlen müssen. Aber warum hat er die Organe entnommen? Um sich an seiner Gemeinde zu rächen, die ihn verstoßen hat und deren Mitglieder erfolgreicher sind als er. Wegen seiner Zeit im Gefängnis war er stark benachteiligt. Er hatte von nun an den Ruf eines Diebes und Verrückten. Und so nahm er auf die hinterhältigste und schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, Rache. Er rieb sein Fleischermesser an der Gebärmutter einer kranken Prostituierten ab, bevor er es in der Metzgerei benutzte.
und die Niere von Catherine Eddowes verkaufte er als Kalbsniere. Warum hat er die Gesichter der letzten beiden Opfer verstümmelt? Erneut war Rache das Motiv, Watson. Was ihr meinem Kind angetan habt, müsst ihr nun ebenfalls erleiden. Und warum das Stück der Schürze und die Kreidenachricht in der Goldston Street? Es gibt nur einen Grund dafür, dass er das Stück der Schürze dort abgelegt hat und sich damit nicht nur als Verfasser der Kreidenachricht zu erkennen gegeben hat, sondern auch unnötig Aufsehen erregt hat. Er macht die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, für seine Verhaftung verantwortlich. Die Metzgerei, die er bestohlen hat, befindet sich ebenfalls in der Goldston Street. Und die meisten Metzger, die ihn beschuldigt haben, leben mit Sicherheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Aber warum ist seiner Frau oder seinem Umfeld nie etwas aufgefallen? Seine Frau hat viele Kinder, die mit Sicherheit all ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der Mann arbeitet als Metzger, was ihm bei Befragungen durch die Polizisten auf der Straße zugutekommt. Er kann damit die blutverschmierte Kleidung rechtfertigen. Zudem arbeiten Metzger häufig in der Nacht, weil das Fleisch am nächsten Morgen frisch verkauft werden muss. Er hat mit seiner nächtlichen Abwesenheit keinen Verdacht erregt. Und da er in einer Metzgerei oder einem Schlachthof arbeitet, war es für ihn einfach, seinen Plan mit der Niere umzusetzen und ein Messer mit menschlichem Blut zu benutzen. Diese Geschichte ist schockierend, Holmes. In der Tat, Watson. Lügen, Untreue, eine Geschlechtskrankheit, Mordverstümmelung und schließlich Kannibalismus. Dieser Fall lässt keine der Abscheulichkeiten aus, zu denen die niederträchtigsten Menschen fähig sind. Wir müssen sofort nach Whitechapel und dafür sorgen, dass dieser Wahnsinnige dorthin kommt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, Holmes. Ja, Watson. Middlesex Street, Gegend um die Aldgate Station. Es geht jetzt hier los, oder was? Hier los. Ich höre, mein Herr. Nichts. Hier stehen schon richtig viele Leute. Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Du weißt nie was. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir sind nicht allein. Hoffentlich hindern uns diese Männer nicht daran, hineinzugehen. Ich werde hineingehen, Watson. Aber Ihre Reise endet heute Nacht hier. Entschuldigung? Sie sind bisweilen etwas hitzköpfig. Außerdem muss Ihnen Mr. Solomonowitsch einiges erklären. Ich werde drinnen nicht lange brauchen. Sie können hineingehen, Mr. Holmes. Er wartet dort auf Sie. Wir haben alles in die Wege geleitet, so wie Sie es gesagt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Später, später. Wir schulden Dr. Watson eine Erklärung. Kümmern Sie sich darum.
Guten Tag, Watson. Holmes, wissen Sie überhaupt, was Sie da getan haben? Ich denke ja, Watson. Sie haben diesen blutrünstigen Verrückten nicht der Polizei übergeben? Was für eine Torheit! Die Polizei wird ihren gesuchten Verbrecher nie finden. Aber die verstärkte Polizeipräsenz in dieser Gegend wird indirekt positive Auswirkungen auf die hiesige Kriminalitätsrate haben. Aber Holmes, ich muss protestieren. Der Gerechtigkeit wurde nicht Genüge getan. Und wir tragen daran eine Mitschuld. Gerechtigkeit? Ich handle nicht im Dienste der Gerechtigkeit, Watson, sondern im Dienste der Wahrheit. Im Übrigen diene ich auch meinem Land. Und ich glaube nicht, dass ich ihm jemals einen besseren Dienst erwiesen habe als gestern Abend. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn nach Monaten des Schreckens und einem fürchterlichen Mord wie dem in der Dorset Street ein Mann jüdischen Glaubens, ein Arbeiter, ein Familienvater, der Öffentlichkeit als Täter präsentiert worden wäre. Ein Mann, der zu verantworten hat, dass Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft Menschenfleisch gegessen haben. Die Spannungen, die daraus erwachsen wären, hätten sich in unzähligen antisemitischen Verbrechen entladen, die Whitechapel in ein Chaos aus Feuer und Blut gestürzt hätten. Und die Familie dieses Mannes, die völlig unschuldig ist und mehr gelitten hat als die Bewohner von Whitechapel, wäre als erstes in die Schusslinie geraten. Sollen wir eine ganze Glaubensgemeinschaft in große Gefahr bringen, weil eines ihrer Mitglieder unaussprechliche Verbrechen begangen hat? Weder Sie noch ich haben das Recht, so zu handeln. Jacob Levy, Jack the Ripper, ist nun in den Händen seiner eigenen Leute. Ich habe großes Vertrauen in Mr. Solomonowitsch und die anderen Mitglieder seiner Gemeinde, die uns, ich möchte Sie daran erinnern, couragiert geholfen haben. Sie haben große Risiken auf sich genommen und mit äußerster Diskretion gehandelt. Ach ja, es versteht sich von selbst, dass Sie diese Untersuchung nicht schriftlich festhalten dürfen. Erfinden Sie stattdessen lieber eine Geschichte, in der wir diese finstere Zeit weit weg von London verbringen. Und zwar, lassen Sie mich überlegen, es muss anspruchsvoll sein, auf der Suche nach einem mysteriösen Hund, der in der Nacht leuchtet. Seien Sie nicht albern, Holmes. Wie geht es weiter? Für die Polizei ist dieser vermeintlich ungelöste Fall eine herbe Niederlage, die ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage stellen wird. Und dieser Mann? Nun, wenn erst einmal einige Monate ins Land gezogen sind und die Polizei erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, wird sie sich eine Geschichte einfallen lassen. Und jeder wird vermuten, dass die Polizei die geheime Identität des Mörders kennt und aus irgendwelchen Gründen nicht preisgeben darf. Jacob Levy, Jack the Ripper, wird von seinen eigenen Leuten festgehalten. Er wird bis zum Ende seiner Tage wie ein Löwe in seinem Käfig auf und ab gehen, verfolgt von den Erinnerungen an seine Verbrechen und seinen unstillbaren Rachegelüsten. Bis ihn schließlich die Krankheit, die ihn dazu veranlasst hat, diese armen Frauen zu töten, als letztes Opfer einfordern wird. Fertig, sag ich mal so. Wir haben es geschafft. Perfekt. Jack the Ripper. Sherlock Holmes, ja, Jack the Ripper. Und das haben wir geschafft. Ja. Ein Spiel aus dem Jahr, was? 2009? 2011? Keine Ahnung. Müsste ich gleich mal nachschauen. Ja, es war dann eigentlich schon bei der Zusammenstellung dann klar, nicht, dass es eh der Typ war. Weil der Typ, der, das sah schon so genau, alles hat auf den hingedeutet, und als wir mit dem Haus auch schon drüben waren, hat das alles schon so eine komische Abspielung gehabt da. Also das
Das war schon rein theoretisch klar. Oder 9 ist das Game hier. Puh. Ja, was dann wohl unser nächstes Sherlock Holmes wohl sein wird, ist die Frage, ne? Ich kann jetzt einfach gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es wäre einfach schön, einfach mal nur die Credits zu laufen zu lassen. Und eigentlich wurde eh schon alles gesagt, wie das kommen musste. Ja, dieses Projekt haben wir jetzt auch beendet. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es daraus geworden sind. Auf jeden Fall ist dieses Projekt vollendet. Ich bin schon, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes fertig vollenden werde, welches Let's Play oder anfangen werde, dass hier eine neue Playlist entsteht, von welchem Game auch immer, oder weitergeführt wird. Wenn aktuell jetzt noch was am Laufen ist. Also die Sachen, die jetzt hier zum Schluss auch noch hier gestanden sind, sind ziemlich interessant, sollte man vielleicht durchlesen. Ne? Gut, ist das jetzt hier fertig? Ja, keine Ahnung. Okay, das war also alles. Steuerungsspiel verlassen. Mit wirkende weitere Spiele. Ja, bei weiteren Spielen kann ich da nicht noch drauf gehen. Das Dracula Origin. Jetzt spielen. Hier gibt es Sherlock Holmes, The Awakened, Dracula Origin, Sherlock Holmes, Nemesis, Sherlock Holmes and the Persian Carpet.
Also die ganzen Teile, die habe ich übrigens ja in der Bibliothek, also die können wir alle spielen. Ich glaube, es spielt jetzt keine Rolle, ob wir die alle nach der Reihe spielen, aber zumindest sollte es jetzt hier, ich weiß nicht, ob es noch einen letzten Teil von den Game gibt, ob das schon beendet ist, die Serie. Aber wenn, dann sollten wir natürlich den letzten Teil nicht gleich irgendwann hier mittendrin spielen, sondern erstmal die ganzen Vorgänger spielen. Und zum Schluss dann den allerletzten Teil spielen. Damit wir dann, weil dann wird er sicher auch viel gespoilert sonst, ne? Ist immer so eine Spoiler-Gefahr. Auf jeden Fall, ja. Schauen wir uns an, was wir als nächstes für welche spielen. Ich meine, ich habe ja noch mehr, das sind ja nicht alle. Das sind nicht mal alle drauf, weil das ist ja hier, was weiß ich, 2012, 11 oder was auch immer. Und ja, in der Zeit sind halt schon ein paar weitere rausgekommen. Und ich finde das eigentlich, so diese Animation, diese Grafik so von damals, für 2009 Verhältnisse gar nicht so schlecht. Ich meine, vielleicht gab es damals schon bessere Spiele, aber so ein Story-Game, wo man rätseln muss, wo man mitdenken muss und so weiter. Also meinen vollsten Respekt an alle Leute, die diese Rätsel gespielt haben, ohne irgendwie in der Lösung zu gucken, so wie wir hier, sondern einfach, dass sie durchgezogen haben, vielleicht sogar auf der höchsten Schwierigkeitsgrad sogar noch. Also unvorstellbar. Also ich weiß nicht, ob man jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad hier irgendeine, oder gibt es hier überhaupt einen Schwierigkeitsgrad? Ich weiß es gar nicht, weil es ist schon so lange her, dass wir das Spiel gestartet haben. Problem, dass wir hier dazwischen so viel Pausen auch hatten immer. Naja, ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann. In der nächsten Serie, beim nächsten Spiel. Aber mit Sherlock Holmes geht es jetzt erstmal nicht weiter. Es geht jetzt erstmal mit was anderem weiter. Was genau? Keine Ahnung. Das ist immer eine Überraschung. Ja, bis zum nächsten Mal wieder. Und man sieht sich, man hört sich. Tschüss.